Liebe Hörer und Hörerinnen von 1899 FM, in meiner ersten Ausgabe 2023 habe ich mit Christian Bodoschek und Stefan Gehr zwei Präsidiumsmitglieder zu Gast, deren Aufgabe sein wird, in Zukunft die Strukturen und die Satzung an die neue Zeit anzupassen. Dieses Gespräch hat insgesamt etwas mehr über 2 Stunden gedauert und dadurch habe ich mich entschlossen, das auf 2 Teile zu veröffentlichen. Den ersten Teil mit Vorstellung der beiden Gäste, die Ideen, wie kam es zur Listenfusionierung, warum ist das letztlich dann aus deren Sicht doch der bessere Weg gewesen, aber auch schon die ersten Ausblicke auf Strukturreformen, ja, eventuell wie Wahlen ablaufen können, Antragsstellung etc. etc. war ein Thema im Teil 1. Teil 2 folgt dann in wenigen Tagen und ich bedanke mich schon heute für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Vergnügen. Willkommen bei 1899 FM, der ersten Ausgabe im Jahre 2023. Das Jahr bringt für Rapid viel, viel Neues. Wir haben ein neues Präsidium, wir haben einen neuen alten Trainer, wir haben einen neuen Sportdirektor, wir haben einen interimistischen Geschäftsführer Wirtschaft, auch einen altbekannten Herrn, und hoffen, dass dieses Jahr, ja, sagen wir es vorsichtig, jetzt in Ruhe beginnt, weil die letzten Monate waren ja bei Rapid alles andere als ruhig. Es gibt 2 große Themenblöcke, die ich in den nächsten Folgen bearbeiten möchte. Das eine ist der sportliche Teil, der kommt ein bisschen später. Heute rede ich mit Christian Bodoschek und mit Stefan Kehr über Strukturen, Organisation des Vereines, Satzung, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Ganz kurze Vorstellung, Christian Bodoschek war jetzt bei mir schon 2-mal zu Gast, in unterschiedlichen Funktionen, einmal als Rechtshit für Rapid, einmal haben wir über das Thema 50+1 gesprochen. Er ist formal gesehen der Finanzreferent des Präsidiums. Herzlich willkommen, danke für die Zeit. Danke. Stefan Kehr ist das einzige Präsidiumsmitglied, der bis dato noch nicht bei mir zu Gast war. Diese Lücke konnten wir jetzt auch schließen. Er ist formal gesehen der Schriftführer im Präsidium, ist aber schon seit langem im Rapid-Umfeld sehr umtriebig. Er war Mitglied der Initiative 2020, war oder ist Mitglied, eher war wahrscheinlich ruhend gestellt. Ja. Genauso wie der Christian, glaube ich, auch deine Position in der Rechtshilfe für Rapid, ja auch momentan ruhend gestellt ist. Richtig, ja. Stefan Kehr, wie gesagt, Initiative 2020, du warst vielleicht wenige wissen noch Initiator des Rapid-Laufes vor etlichen Jahren, der ja auch einen karikativen Zweck hat. Ich habe das auch gelesen, ich weiß nicht, ob das noch stimmt und aktuell ist. Du warst auch bei der Initiative Frauenfußball 2018 genau, involviert. Ja. Das Thema Frauenfußball ist ja im neuen Präsidium ja auch ein Punkt. Vielleicht können wir das dann nachher dann auch kurz ansprechen. Stefan, der Christian hat das schon hinter sich, aber du bist noch neu. Deswegen würde ich dich bitten, bevor wir in die Themen gehen, dass du dich vielleicht einmal so kurz vorstellst. Also wie war dein Zugang zu Rapid, deine ersten Spiele, deine ersten Erlebnisse? Wie bist du dann vom normalen Fan zum Mitglied und dann zu jemandem geworden, der sich dann auch über die normale Mitgliedschaft beim Verein engagiert und vielleicht auch ganz kurz dein beruflicher Kontext, weil der ja vielleicht nicht ganz uninteressant ist und auch ganz gut zu deiner Aufgabe jetzt passt. Danke, dass ich da sein darf zunächst. Jetzt hast du mir ein bisschen eine große Aufgabe gegeben, das ist insgesamt schon recht viel. Also ich fange von vorne an. Ich glaube, mein Vater und mein Onkel haben mich zu Rapid gebracht. Ich bin 1980 geboren, also dann circa so mit zwischen 86 und 89 so die ersten Rapid-Spiele. Offen gesagt kann ich mich gar nicht so gut an die Spiele im Hanapi-Stadion erinnern, sondern eher mehr in der Stadthalle, beim Stadthallenturnier. Wirklich gut in Erinnerung fängt es dann an, 89, 90. Das merke ich mir deswegen so gut, weil das waren die Spiele gegen die Austria in einer Saison 4-1, 5-2, 6-3. Das brennt sich ein. Und 0-0 das vierte. Nur das Vollständigkeitshalber. Aber ich wollte bei den Siege bleiben. Ja, natürlich. Nein, das brennt sich ein. Und es war eine Situation als 10-Jähriger, dass du geglaubt hast, Rapid wird jetzt Serienmeister. Wir waren in den 80er Jahren, glaube ich, 4-mal Meister. 4-mal Cupsieger. Ich persönlich habe es nicht so mitbekommen, auch wenn der letzte, glaube ich, 88 war, aber den habe ich nicht so gespürt. Und dann ging es aber eigentlich los mit den relativ trostlosen Jahren der 90er am Anfang, mit den Spielen, wo ich mich gut erinnern kann, wo ganz, ganz wenige im Stadion waren und ich dann irgendwo zwischen 13, 14 und 15 dann nochmal West und einmal Süd und einmal Nord und so hin und her gependelt bin. Das geht dann halt grundsätzlich so weiter bis 1, 2 Jahre vor dem Rapidlauf, 2010.
Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt schon sehr für alles um den Mitgliederverein, der dann richtig Schwung bekommen hat, zu dem Zeitpunkt schon sehr interessiert. Bin da quasi ein bisschen so eingetaucht und habe dann fast klassisch für einen Wiener im Schweizer Haus den Danny Mandl kennengelernt vom ASB. Und in so ein bisschen bierseliger Stimmung haben wir Ideen gebrütet. Und eine Idee, die dann irgendwie rausgeflutscht ist, war eben auch der Rapidlauf. Waren noch andere dabei, da war eigentlich auch schon die lebenslange Mitgliedschaft dabei, da waren noch ein paar andere, aber das wird jetzt zu weit führen. Und er hat mir damals versprochen, du solltest doch vielleicht einmal mit dem Andi Marek reden. Und so kam ich durch einen Termin, der mir ermöglicht worden ist, zum Andi Marek. Und so hat das eigentlich das Ganze begonnen. Also zunächst einmal mit ihm über den Rapidlauf reden, den er dann dankenswerterweise durchgeführt hat. Man muss dazu sagen, das war so die Zeit, Blattsturm auch, und es war auch gar nicht, glaube ich, nicht so schlecht, dass wir mal vielleicht mit was anderem wieder in der Öffentlichkeit sind. Aber er war auch wirklich immer dahinter, das Team war großartig beim Organisieren, und so ist das dann in die Mitgliederarbeitsgruppe, die dann bekannt wurde, geschlittert, wo ich dabei sein durfte, wo vom großen Spektrum von Rapid, also ganz, ganz tolle Persönlichkeiten drin gesessen sind, eher auch ganz bekannte Proponenten vom RBI und 2020, aber auch von anderen oder auch Einzelne. Und das war richtig toll, und da war auch sehr viel Spirit dahinter. Und so ging das irgendwie weiter, ein Stück weit. Und jetzt der Bogen zum Beruflichen. War es dann so, dass ich gehört habe, dass Rapid auch eine neue Webseite braucht. Insofern, wir haben damals zu dem Zeitpunkt als Firma auch Webseiten gemacht. Mir war es ein bisschen ein Dorn in den Auge, als ich so mitbekommen habe, wie viel das kosten soll. Long story short, wir haben da ein gutes Angebot gemacht, das für Rapid sehr vorteilhaft war. Wir wollten damals auch irgendwo, war es gut, in dem Fall das Wappen zu haben und zu sagen, ja, wir haben für Rapid was gemacht. Und so kam ich dann eigentlich dazu, dass ich noch mehr Persönlichkeiten aus der Geschäftsstelle kennenlernen durfte. Und das ist jetzt schon lang vorbei, es macht jetzt wer anderer schon seit Jahren, also das ist überhaupt keine geschäftliche Beziehung oder sonst was. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich dann einfach immer in dem Kosmos ein bisschen dabei war und es sich irgendwie rumgesprochen hat, dass man für jede Idee irgendwie auf mich anrufen könnte. Und da war ich ganz happy, wenn das passiert ist. So, und am Ende des Tages machen wir jetzt als Firma, bin ich zuständig für Personal. Wir sind 85 Personen, 85 Mitarbeiter im Moment. Das ist ganz gut vergleichbar mit Rapid. Wir sind in einem Markt, wo es wesentlich größere gibt, und wir müssen uns dort bewähren. Das tun wir mit viel Effizienz. Auch das ist etwas, was man mit Rapid dann, glaube ich, gut vergleichen könnte. Und insofern ist das Thema Struktur jetzt nicht nur von dem, dass ich in der Mitgliedschaft mich unheimlich wohlfühle und bei den Themen mich ganz wohlfühle, sondern auch eben bei den Struktur, Governance, Compliance, all diese Themen, die für manche langweilig erscheinen, aber unfassbaren Wert haben für Unternehmen, wenn man da gut ist und effizient ist. Und da bin ich eigentlich zu Hause. Ja. Gut, du hast einige Stichworte genannt, die ja dann auch im Zuge dessen der letzten Wochen ja bekannt waren, Struktur, Governance und so weiter, werden wir dann vielleicht noch ein bisschen vertiefen, was das auch alles heißt. Christian, ich weiß, du hast dich jetzt schon einmal vorgestellt, vielleicht sind ja ein paar Leute dabei, die das noch nicht so oft gehört haben, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ganz, ganz kurz noch einmal in Stichworten deinen Lebensrapidweg. Gerne, hallo, willkommen auch von mir. Ich bin jetzt seit ungefähr 25 Jahren Rapid-Fan, bin aufgewachsen als Rapid-Fan quasi im Block West, im Hanapi-Stadion. Habe die Höhen und Tiefen dieser 25 Jahre miterlebt, eine Leidenschaft für den Verein entwickelt. Bin verwurzelt im Fanclub Mailers, das wissen viele. Bin war viele Jahre tätig für die Rechtshilfe als Kooperationsanwalt. Ja, und jetzt im letzten Jahr hat sich dann ganz plötzlich diese Möglichkeit ergeben, in eine Funktion bei Rapid einzusteigen, die mit einer gewaltigen Verantwortung verbunden ist. Da habe ich dann, wie du schon am Anfang erwähnt hast, habe ich dann meine Tätigkeit bei der Rechtshilfe jetzt beendet, weil das verträgt sich nicht. Das passt nicht gut zusammen. Okay, gut. Bevor wir auch in die Gegenwart oder in die Zukunft schauen, müssen wir trotzdem das Zeitrad der Zeit ein bisschen zurückdrehen.
ich drehe es bis vor dem Tutspiel zurück, ja. Weil da ist ja dann irgendwie alles losgetreten. Also nicht nur das sportliche Desaster, sondern dann gab es Rücktritte vom Geschäftsführer der Wirtschaft und dann auch vom Präsidium. Ab wann war es für euch, oder wie seid ihr dann, wer ist an euch herangetreten, wie ist das gereift, diese Aufgabe, die ja ehrenamtlich ist, ich muss es immer wieder auch sagen, ist eine ehrenamtliche Aufgabe, ihr habt ja beide natürlich normale Berufe natürlich. Das Ehrenamt ist ja ein sehr wichtiges und man muss immer wieder zusagen, wie viele Leute glauben, dass man da irgendwie sich bereichert oder Geld verdient. Dem ist ja als Präsidiumsmitglied ja nicht so. Als Geschäftsführer natürlich schon. Aber jetzt noch einmal zurück, wie hat sich das nach Vaduz abgespielt für euch beide? Also bei mir war es so, mich hat der Steffen angesprochen, den ich schon einige Jahre jetzt kenne. Ich habe ihn ja vor einigen Jahren da auch vor Gericht vertreten, wie es um diese berühmte Fackel bei seinem Abschiedsspiel gegangen ist. Der Steffen hat mich eben angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, da etwas zu tun. Das war natürlich ein gewisser Prozess. Das ist nichts, wo man von heute auf morgen sagt, ja, das mache ich, kein Problem. Das ist eine Riesenverantwortung, wie ich schon gesagt habe. Das ist auch mit viel Arbeit verbunden. Ich muss gestehen, ich habe es am Anfang unterschätzt, wie viel Arbeit es ist. Aber natürlich war ich mir dann nach einigen Gesprächen war immer relativ bald klar, das würde ich gerne machen, weil es halt Rapid ist. Also das hat für mich halt eine Herzensangelegenheit, der Verein für mich. Und wenn ich da die Gelegenheit bekomme, etwas mitzugestalten und ich glaube, dass man etwas weiterentwickeln kann in dem Verein, dann gebe ich schon zu, dann reizt mich das. Das ist etwas, was mir ein Anliegen ist. Hattest du vorher schon irgendwie Kontakt, also hinter den Kulissen, also gut bei der Rechtshilfe, weil der Stefan... Zu Vereinsführung? Ja, oder? Generell so ein bisschen hinter die Kulissen, dass man weiß, wie ich habe relativ Ja, ich hab eigentlich nie irgendeine Funktion jetzt beim Verein gehabt, weil ich das immer sehr streng getrennt habe mit der Rechtshilfe. Es gab ja auch eine Zeit vor einigen Jahren, da habe ich auch Rapid-Fans gegen den Verein vertreten. Da gab es die Streitigkeiten, das war damals kurz auch in den Medien, dass der Verein sich versucht hat zu regressieren bei einzelnen Fußballfans nach dem Platzsturm. Und da gab es auch, ich kann es jetzt nicht im Detail sagen, das ist Anwaltsgeheimnis, aber ich habe auch das gemacht damals und da gegen den Verein vertreten. Und es ist natürlich völlig klar, dass ich nicht Rechtshilfe machen kann, wo es potenziell auch Konflikte mit dem Verein gibt, weil ich einfach auch nicht glaubwürdig wäre für die Fußballfans. Würde ich sagen, ja, du bist da einer von denen da oben. So nach dem Motto, wenn ich da eine Doppelrolle hätte. Und daher geht das nicht. Und daher habe ich das auch eigentlich nie. Ich war wenig Einblick jetzt in die internen Abläufe gehabt. Ich habe natürlich die wesentlichen Protagonisten im Verein gekannt. Den Andi Marek, Christoph Peschek, Zoki Barisic, das sind alles Leute, die ich gekannt habe vom Sehen, mit denen ich hin und wieder mal geplaudert habe. Nikolaus Rosenauer, weil er natürlich als Jurist und Anwalt von Rapid auch immer wieder mein Gegenüber war und wir uns immer wieder ausgetauscht haben. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Interner gehabt, um die ich mich gekümmert habe oder war da eigentlich nicht involviert. Stefan, wie war das bei dir nach Vaduz? Wie bist du dann zu dieser Aufgabe gekommen oder wer ist da in dich reingetreten oder wie ist das abgelaufen? Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass nach dem Vaduz-Spiel ja mal grundsätzlich ein bisschen eine Leere da war. Es war ja nicht so, dass jetzt gleich in der nächsten Stunde Liste A und Liste B schon da standen, sondern da hat sich mal jeder irgendwie, glaube ich, ein bisschen gesammelt. Und da ist es dann übrigens auch so, dass man viele Gerüchte hört, links, rechts, oben und unten. Und als gelernter Rapidler weiß man, dass dann nur die Hälfte stimmt oder noch weniger. Und da kann man auch nicht drauf viel geben. Deswegen sammelt man sich mal selber. Und da war es so, dass ich dann mit Stefan Singer und mit Michael Hatz, aber auch mit anderen halt gesprochen habe, gesagt, also irgendwie, da müssen wir was tun. Jetzt nicht nur ich als treibende Kraft, wir haben gemeinsam besprochen. Und zeitgleich war das dann wohl bei euch auch so. Und irgendwann waren dann, ich wüsste im Rückblick, weiß ich auch gar nicht wann, waren die Wege dann schon mal einzementiert. Weil man könnte ja meinen, man setzt sich dann schon gleich ganz am Anfang zusammen.
Dann sind die Tage vergangen und auch die Wochen vergangen und irgendwie waren Wege da ein bisschen einzementierter, dann, also die Wege insofern, als dass jetzt nicht kompletter Gesprächsaustausch die ganze Zeit stattfand, und dann hat das begonnen. Und dann hat man miteinander gesprochen und siehe da, es hilft, wenn man miteinander spricht. Man hat miteinander gesprochen, hat ein paar Sachen einfach gegenseitig auch ausgeräumt, die der eine vom anderen oder die eine Gruppe von der anderen gedacht hat. Nicht gewusst, aber halt gedacht. Und wenn man halt drüber redet, merkt man es. Und es ist dann am Ende des Tages dann so gewesen, dass man gemerkt hat, und das ist wirklich kein Spruch, damit es gut rüberkommt oder so, das war tatsächlich so, das Wahlkomitee hat es ja auch so festgestellt, dass es sehr, sehr, sehr ähnliche inhaltliche Geschichten gibt. Und wenn man dann Stichwort Wahlkampf denkt, wir hätten niemals einen Wahlkampf gescheit führen können, beide Seiten nicht, das wäre nur gegangen auf die Persönlichkeitsebene. Ob das jetzt wichtig und gut wäre, ist eine andere Frage. Weil inhaltlich hat uns nicht viel getrennt, und wir haben noch gescherzt, als wir dann so zusammen waren, tauscht man dann die Papers aus, damit man, oder nicht, man tauscht sich schon vorher aus und spricht schon vorher miteinander und man schickt, und wir haben quasi wortgleiche Slogans, wir haben man könnte meinen, wir haben es uns gegenseitig abgeschrieben, und witzigerweise, soweit ich es zumindest weiß, von dem jeweiligen anderen nie was gewusst, also wir haben von euren nichts gewusst. Und ich glaube, man kann es wirklich so zusammenfassen, es gab inhaltlich zwischen den beiden Listen kein einziges Thema, wo man gesagt hat, da müssen wir jetzt einen großartigen Kompromiss treffen. Da muss man sich jetzt irgendwo zwischen zwei konträren Standpunkten in der Mitte treffen. Das gab es eigentlich überhaupt nicht. Und da hast du eben dann das Gefühl, dass das vielleicht geschickt wäre, noch dazu, beide Listen haben ja schon absichtlich nicht aufgefüllt, das kriegt man doch draußen dann auch mit, und man merkt schon, wie könnte man, wie tun wir. Und nur das Wahlkampfs willen wollte das vielleicht dann auch keiner tun, und so ist man eigentlich relativ schnell auf die Idee gekommen, wir könnten das dann doch auch zusammen machen. Ja. Es hat auch dann, vielleicht darf ich noch das erzählen, wir zwei haben uns vorher nicht gekannt, und ich war da gerade in diesen intensiven Tagen, war ich mit der Familie ein paar Tage in London, und da haben wir zwei dann uns ausgemacht, dass wir telefonieren miteinander, und war ein einstündiges Gespräch, das wir geführt haben, und ich habe dann aufgeklickt und habe gedacht, das könnte wirklich was werden. Ja, das war eine starke Übereinstimmung in vielen Punkten, und ich glaube, wir haben uns auf Anhieb ganz gut verstanden, oder? Sofort, das ist genau das Gleiche war ja bei mir. Dann haben wir natürlich, gibt man sofort Rückmeldungen. Wie ist der am Anfang, das ist immer so ein bisschen ein Abtasten und ein bisschen ein, wie ist wer so drauf, und irgendwie. Am Ende des Tages, ich habe ein bisschen mitgelesen und gemerkt, die sollen aber gegeneinander antreten, und die sollen. Ja, aber wenn sie nicht wollen und wenn wir einfach nicht uns in die Goschen hauen wollen, auch verbal, wenn ich das so brachialer sagen darf, ja, dann tut man es einfach nicht. Und ich bin ein Springsteen-Fan, und ich denke mal, nobody wins unless everybody wins. Es ist halt so, wenn man in einen Wahlkampf geht, ich bin nicht per se gegen einen Wahlkampf, aber wenn man in einen Wahlkampf geht, muss man wissen, wenn einer gewinnt, verliert meistens der andere. Es ist schwer so, dass es keine Verlierer gibt. Jetzt sage ich nicht, es darf keinen Verlierer geben und es darf keine Wahl geben. Das geht's gar nicht. Überhaupt nicht. Aber man muss immer trachten, aus meiner Sicht sollte man immer trachten, dass es so ist, dass am Ende des Tages nicht viel Zank überbleibt. Und daraus sollte man vielleicht auch ein bisschen noch lernen. Im Endeffekt, kein Kapitler gewinnt, wenn er einen anderen Kapitler geschlagen hat. Meinst du, du hast ja 2019 ein paar Interviews gegeben, auch im Zuge des Wahlkampfs mit, mag das nicht gern gegen, aber die beiden Listen. Ja. Hat man daraus gelernt? Respektive, glaubt ihr beide, die jetzt ein bisschen einen Einblick schon habt, dass diese 2019er Wahlkampf Wunden geschlagen hat, der bis heute nachwirken oder vielleicht nachgewirkt haben? Ich weiß nicht, ob er inhaltlich, nein, ich glaube der 19er nicht mehr. Der 19er ist aus meiner Sicht nahezu, ist eigentlich abgehakt. Warum sage ich das? Diejenigen, die damals 19 angetreten sind und auch die verloren haben, mit denen, die sind jetzt wieder gut in Hütteldorf, die sind nicht weg, die sind nicht abgefressen, die sind proaktiv, die sind positiv. Das ist, also da ist gar kein Thema, dass das jetzt nicht so wäre. Gelernt hat man trotzdem daraus, weil wenn man sich das Verhalten der beiden Listen dieses Jahr anschaut, oder letztes Jahr mittlerweile, dann sieht man,
das ist absolut korrekt abgelaufen ist. Man hat ja nichts Böses übereinander irgendwo gelesen, nichts gemacht. Das hat mir auch so eine Sicherheit gegeben und auch anderen bei uns eine Sicherheit gegeben, da ist eine tolle Qualität auch menschlich da. Ich hoffe auch, dass es auf der anderen Seite auch so angekommen ist. Das heißt, wir haben den Wahlkampf nicht über die Medien geführt. Beide Seiten nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel dafür gewesen, dass man sich nicht irgendwas gegenseitig irgendwo ausrichtet, sondern miteinander redet. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass wir Kapitler, egal wo wir herkommen, egal welche Ecke sind, immer miteinander reden müssen. Und ich glaube, man kann das ergänzen, was du vorhin gesagt hast, das ist völlig richtig. Hätte es einen Wahlkampf gegeben, dann wäre das nicht so gewesen, wie es manche sich vielleicht vorgestellt hätten, dass sie da zwei unterschiedliche Programme zur Wahl bekommen und es eine Wahl quasi gibt, der Wettkampf der Ideen, ja, wer hat die besseren Ideen. Das hätte es nicht gegeben. Es wäre eine Wahl zwischen verschiedenen Personen gewesen, die im Wesentlichen die gleichen Pläne mit dem Verein haben. Und da ist dann natürlich die Frage, was hätte das tatsächlich gebracht? Es hätte keine Wahl auf dieser inhaltlichen Ebene gegeben, sondern letztlich haben wir jetzt ein Präsidium, wo doch etliche Leute drinnen sind, nicht alle, die jetzt schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Verein zu tun, aber viele drinnen sind, die den Verein jetzt, glaube ich, gut kennen und die halt gewisse Vorstellungen und Pläne haben und hoffentlich das in eine Richtung bringen. Was ich auch so lustig finde, ich bin letztens darauf angesprochen worden und ich habe das dann mir kurz überlegt und kam auch sofort zur Antwort. Bin darauf angesprochen worden, ihr seid 9 Leute im Präsidium, das heißt, ihr seid da 2 Listen, wie geht es euch da eigentlich? Und ich habe gesagt, wir sind keine 2 Listen mehr. Ich meine das wirklich ernsthaft und ich würde es auch ganz offen sagen, wenn es ein bisschen anders gewesen wäre. Wir haben gebraucht 1-2 Treffen, dann, wie es klar war, dass wir wirklich zusammen wollen, 1-2 Treffen, um ein bisschen zueinander zu finden. Heute würde man, wenn man uns von außen betrachtet, in der Sitzung nicht erkennen, wer irgendwo bei einer Liste war oder nicht ist. Es ist ein Team. Ich meine, das ist wirklich. Und das ist schon wirklich beim zweiten Dreh, ich kann mich erinnern, wie wir da dann vielleicht noch nachher auf ein Bier gegangen sind und noch ein paar Sachen vielleicht geklärt hat, die man noch klären wollte unbedingt. Das war ein ganz, ganz tolles Meeting danach. Auch nicht nur das Faktenorientierte zuvor, sondern dann auch vielleicht das Zwischenmenschliche danach. Und es ist jetzt so, dass man nicht spüren würde, und das ist nur, weiß ich nicht, 1,5 Monate oder so, was ist das jetzt, dass man nicht spüren würde, der Boduschek war aber auf der anderen Seite, der Gerda komische, der war auf der. Wir haben relativ schnell dieses wir und ihr, dieses Gegenseitige, sondern wir haben gesagt, wir sind jetzt ein Präsidium und das funktioniert jetzt wirklich sehr gut. Ja. Das ist das Einzige, was man sich ein bisschen merken muss, dass man relativ schnell sich das, ihr habt es damals gesagt, wir haben, das muss raus aus den Köpfen, ganz, ganz schnell raus aus den Köpfen. Jetzt zu dem ganzen Ablauf, also glaube ich das, alles wunderbar. Es gab natürlich, wart ja auch nicht in einer Bubble, sondern ihr habt natürlich auch irgendwie schon mitbekommen, was sich abspielt. Es war ein relativ langer Zeitraum, bis die Listen gefunden worden sind. Erst gab es 8 Listen, dann 6, 5, was weiß ich, keine Ahnung. Viele haben kritisiert, dass man überhaupt nicht gewusst hat, wer waren die anderen, in dem Fall 6. Ne? Jetzt war die Liste Singer, wo du drauf warst, Stefan, und eben die Liste Steffen bzw. Rabitz, wo der Christian dabei war. Aber es gab dann noch 6 andere Listen. Man wusste nur so aus Medienberichten eventuell, wer da dabei sein könnte. Und dann gab es die Gerüchte mit Spaßbewerbungen und so weiter. Nur eine Frage auch in der Zukunft. Ja, weil die nächste Hauptversammlung in 4 Jahren kommt ja. 3 Jahre, Entschuldigung. Da wird sich ja vielleicht die Frage wieder stellen. Wahlkomitee, Transparenz. Ihr habt auch sehr, sehr oft, ich verpacke das gleich in einem, ihr habt auch sehr, sehr oft das Thema Programm und Konzepte angesprochen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den vielleicht ich auch habe in den letzten Wochen, sei es im sportlichen Bereich, aber vielleicht auch in eurem Bereich. Man hört sehr, sehr viele Überschriften, sehr, sehr viele Ankündigungen, dass man auch sportlich unter die Top 3 wollen. Dafür brauche ich jetzt kein Präsidium, das ist, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Ja. Man vermisst ein bisschen klare Konzepte, Strukturen, also klare Ideen, was führt dorthin, wie geht man das an, sei es in eurem Bereich, sportlichen Bereich mache ich dann eh extra. Mir sind dann noch ein bisschen zu viele Überschriften. Ja. Also es waren so 5 PDF, PowerPoint. Unglücklich gemacht. Ja. Also nein, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber nur der Informationsgehalt war jetzt überschaubar, weil das waren teilweise ein bisschen so Nonar-Geschichten. Ne? Das ist aber auch, das ist ein Stück weit, also absolut richtig. Absolut richtig. Wenn ich auf der anderen Seite bin, auf der Empfängerseite und schaue, was kommt jetzt raus an Informationen für mich und ich bin daran interessiert, dann sehe ich das absolut genauso. Auf der anderen Seite
können wir als Beispiel hernehmen, dass es unheimlich schwer ist, etwas zusammenzuschreiben, konkret zu werden, ohne nicht Probleme zu schaffen. Keine Ausreden, ich gebe klare Beispiele für das. Da hat Martin Bruckner seinerzeit eine recht dicke Broschüre geschrieben, was er denn vorhat. Und wenn man sich durchliest, merkt man dann trotzdem, er konnte nicht da und dort nicht konkreter werden. Sei es wie es sei bei dem. Dieses Mal, wir haben uns überlegt, wir haben konkrete Vorschläge, wir können aber manche Sachen nicht reinschreiben. Können wir nicht. Also ein Beispiel. Wenn du vorhast, also nicht, dass wir das jetzt vorhätten gehabt haben, aber grundsätzlich habe ich gesehen, was passiert. Wenn du vorhast, du möchtest in der Geschäftsstelle Umstrukturierungen machen. Die betreffen ja Personen. Wenn du denen über einen Wahlkampf ausrichtest, dass du sie feuerst, dass du sagst, na, ich möchte es gerne umbauen, dann ist das nicht gut. Wenn du genauso sagst, ich möchte dieses oder jenes umstrukturieren oder verändern, dann trifft es immer auch Menschen. Und bei unseren Sachen, die wir vorschlagen, ist das oft der Fall. Selbst bei kleineren Geschichten, Fokus auf den Sport, ja, wie passiert das Ganze? Also das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, da konkret zu werden. Ich sage nicht, dass ich nicht verstehe, dass das vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen kann, aber ich aus unserer Sicht kann verstehen, dass man sich unheimlich schwer tut, weil ich habe sehr viel von dem geschrieben, was wir so geplant haben. Also ich durfte es niederschreiben, nur so. Und ich habe mir schwer getan, überlegt, bitte, das sollte nicht raus und das sollte eigentlich auch nicht raus. Ja? Und das ist halt schon ein Thema. Das ist einfach ein Thema. Nein, wenn ich da einhaken darf, das ist richtig. Es ist eine Gratwanderung. Was gebe ich an Detailinformationen der Planung her? Natürlich wurde im Vorfeld bei unseren Konzepten sehr viel gesprochen über Änderungen, die man in personeller Hinsicht macht, die man in struktureller Hinsicht sich wünschen würde. Man hat auch mit potenziellen Kandidaten gesprochen für bestimmte Funktionen. Man hat Gespräche im Vorfeld geführt. Wenn ich da konkret werde und sage, ja, wir haben mit Meyer, Huber und sonst noch dreien gesprochen, muss ich immer berücksichtigen, diese Leute, die ich vielleicht gern hätte, die haben einen Job derzeit. Ja, ich würde mir ja wahnsinnig viel zerstören, wenn ich da im Vorfeld, wie du richtig gesagt hast, Stefan, wenn ich da Dinge hinausposaune, die zwar dann konkret sind, ja, wo aber dann sich andere wieder auf die Füße getreten fühlen, zu Recht vielleicht, ja. Und dann ist natürlich auch noch der Faktor dazu gekommen, dass mit Ausnahme von Stefan Singer und von Michi Hartz, der ja ganz kurz im Präsidium dabei war, wir letztlich alle Neulinge fürs Präsidium waren. Das heißt, gewisse Detailinformationen jetzt zu Sponsorenverträgen zum Beispiel, zu Dienstverträgen, wie ist das mit dem gelöst, wie ist das dort strukturiert, die hatten wir ja in der Tiefe noch nicht. Ja, und da war es jetzt dann auch nicht ganz leicht, irgendetwas vorwegzunehmen, wo uns vielleicht im Detail dann Informationen dazu fehlen. Weil es einfach dann unseriös wirkt. Natürlich. Am Ende des Tages, das war bei euch sicher noch einmal, damals euch bitte, genau, ja. Sind noch mal schlimmer als bei uns, weil da hat der Stefan Singer zumindest gewusst, dieses genau. Oder jenes. Ja. Und wir hatten ja nur wenige Tage zwischen der Einigung zwischen den Listen und der Abgabe dann des genau. Konzepts fürs Wahlkomitee. Das war ja ein Prozess, der wirklich unter hohem Zeitdruck geschehen ist. Zwei Punkte, damit wir die nicht auslassen, du hast das richtig gesagt, es kommt dann irgendwann mal die nächste Geschichte, wir sind ja auch dran, auch an dem Thema, da gibt es ja trotzdem enormes Verbesserungspotenzial und eines zum Beispiel sehe ich schon ganz am Anfang, dass wenn die Einreichung kommt, kann durchaus sehr schnell gesagt werden, wer hat eingereicht, wer ist auf welcher Liste drauf, es war ja auch ein bisschen so ein kleines Versteckspiel gefühlt, wer ist jetzt genau auf der Liste drauf, da tue ich niemandem weh, da geht ja jemand in die Öffentlichkeit, will in die Öffentlichkeit gehen, tritt aus dem Schatten raus und sagt, ja, ich bewerbe mich in dem Ehrenamt und ich möchte etwas tun. Dann hat er auch kein Problem damit, wenn das am nächsten Tag die Rapid-Gemeinschaft weiß. Das habe ich inhaltlich nicht ganz so verstanden, ganz, 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 ganz kleine Kritik, aber da, glaube ich, sehen wir schon auch Verbesserungspotenzial, wie man damit umgehen kann. Bei den Ideen bin ich auch der Meinung, dass man einfach die Rahmenbedingungen und das Ganze ein bisschen anders machen könnte, damit man da vielleicht ein bisschen, ein Stück weit geschmeidiger rüberbringen. Aber ich sehe nicht den großen Wurf, dass am Tag der Abgabe jeder 50 Seiten abgibt und in dem steht drin, der Kollege XY, der macht das und wir machen das und wir machen dieses, was natürlich sehr viel interessiert hätte. Oder wir sehen in dem Bereich XY im Sport ganz schlecht,
daher kommen die alle weg. Das richte ich denen und ihrer Familie im November aus, nachher ist Weihnachten. Also das geht nicht. Ich meine, das jetzt über so einen Informationszeitraum, der geherrscht hat zwischen September, Oktober bis zur Wahl, natürlich jetzt keine Namen und Positionen, das ist schon den meisten, glaube ich, klar. Mhm. Aber mir ging es halt so darum, es gibt, ihr habt ja in Schlagwörtern gewisse Ziele, also mit ihr meine ich jetzt das Präsidium, ja. Also das damals noch zu wählende Präsidium oder die Kandidaten, ja, Ziele formuliert, ja, ganz klar, eben sportlich, aber auch natürlich strukturell. Und viele konnten sich halt wenig darunter vorstellen. Ne? Jetzt die Frau Hanna Beeger hat dann immer gesagt, mit Governance und so weiter, viele gar nicht gewusst, was ist das eigentlich und warum braucht man das eigentlich? Ne? Ja. Auch ein bisschen typisch wienerisch, ne? Wozu braucht man das eigentlich? Und das ist eh alles und weiter. Das Ganze ist ja dann so abgelaufen, es gibt jetzt Arbeitsgruppen, so habe ich das verstanden. Ja. Es gibt die Arbeitsgruppe Sport, es gibt die Arbeitsgruppe Struktur, da wo ihr dabei seid, und die Frau Hanna Beeger und die Nurten, glaube ich, wenn ich das richtig ja. noch im Kopf habe. Jetzt gibt es wieder das typische österreichische, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ja. Nein, ich frage das ja, einfach nur so. Ja. Ja. Also, wie laufen diese Dinge jetzt ab? Sprich Strukturreform. Struktur, also Reform oder Struktur. Ich weiß nicht, ob es eine Reform ist oder zumindest Effizienzsteigerung, glaube ich, kürzere Wege etc. Wie ist der Status quo, den ihr quasi übernommen habt? Ich will jetzt bitte keine Abrechnung, was alles schlecht war oder vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Aber wie ist der Status quo und wo wollt ihr ansetzen? Und respektive, wo sollt, wie viele sagen, naja, okay, Strukturreform und da wird da ein bisschen was da, was bringt das dann, weil das, was man will, ist, dass da draußen am Platz die Mannschaft gewinnt. In weiterer Folge, was bringt das der sportlichen Führung, dass das dann auch erfolgreich umgesetzt wird? Ja. Ich will mich nicht so viel, aber ich versuche nur ein bisschen was wiederzugeben, was halt immer wieder auch Fans so fragen. Struktur, das klingt, Struktur, Satzung, das klingt alles nicht sehr spannend, sexy, unsexy. Ja, sexy. Ganz schlimm. Aber wie ist der Plan oder wie soll es idealerweise funktionieren, dass dann sich auch auf sportliche Erfolge im Nachwuchs und natürlich im Optimalfall eben bei der Kampfmannschaft dann auswirken? Es gibt diese zwei Ebenen. Du hast auf der einen Seite den Verein mit seiner Satzung und dann hast du die insgesamt natürlich wesentlich komplexere Struktur in der GmbH mit allen Ebenen in der Verwaltung und im sportlichen Bereich, die da vorhanden sind. Man muss sich, glaube ich, historisch betrachtet Rapid anschauen, wie es in den letzten Jahren war. Rapid, der Umsatz von Rapid ist mit dem neuen Stadion gewaltig nach oben geschnellt. Das heißt, davor hatte man das Stadion, das von der Stadt Wien im Wesentlichen betreut wurde, mit gewissen Überschneidungen, aber da war der Aufwand von Seiten Rapid deutlich geringer. Umgekehrt hat man natürlich auch deutlich weniger Umsatz generiert. Es ist, wie es ist, auch, ich weiß, das ist ein umstrittenes Thema, aber dieser große VIP-Club ist eine wesentliche Säule im Budget des SK Rapid. Und das hat sich eben massiv nach oben bewegt in den letzten Jahren. Und mit dem neuen Stadion haben wir einfach gesehen, dass das Unternehmen Rapid einfach massiv gewachsen ist. Man sieht es auch an den Mitarbeiterzahlen, am Umsatz. Und damit ist auch die Komplexität in der Organisation insgesamt gestiegen. Und ich glaube, dass dieser Übergang von einem eher überschaubaren Team auf eine Struktur, wie wir sie jetzt haben, durchaus eine Herausforderung ist. Das ist auch etwas, das beschäftigt ein Unternehmen sicherlich einige Jahre, dass man da die richtigen Strukturen dann hat, die auch funktionieren tatsächlich. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wir arbeiten seit Ende November, seit wir gewählt worden sind, wirklich sehr intensiv daran, uns diese Strukturen, die jetzt in der GmbH da sind, genau anzuschauen, sie uns kritisch anzuschauen. Ich glaube, ich verrate jetzt nicht so viel, wenn wir sagen, wir holen uns punktuell auch externe Hilfe dazu, die ein bisschen einen Blick von außen bekommt auf das Ganze. Wir schauen uns das an. Wir versuchen hier Schritte zu setzen. Wir haben es ja jetzt schon gesehen in den ersten Dingen, die in der Geschäftsführung passiert sind. Das ist ja alles über die Feiertage jetzt schon bekannt geworden. Ich möchte und ich kann auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich glaube, dass vieles bei Rapid schon sehr gut funktioniert hat. Man muss sagen, das Stadion ist eine große Leistung, dass man das so hingestellt hat, wie es geschafft wurde. Auch das Trainingszentrum, glaube ich, ist ein Meilenstein, der gelungen ist. Ja, der Verein ist im Wesentlichen wirtschaftlich gesund. Das sind Dinge, die wirklich da sind. Aber ich glaube auch schon in den ersten Wochen sind uns Dinge aufgefallen, wo wir glauben, da gibt es Verbesserungsbedarf. Ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen und sagen dort und da, ja, aber da gibt's Dinge, wo wir glauben, dass da einige Schrauben
zu drehen sind. Und das Ganze läuft eben für uns unter dem Motto, das auch ausgegeben wurde im Zuge des Wahlkampfs, alles für den Sport oder den Sport in den Mittelpunkt stellen. Und da ist eben, bei mir läuft das immer so unter dem Schlagwort, die Wirtschaft oder der wirtschaftliche Bereich ist die Dienerin des Sports. Der Wirtschaftsbereich muss gut funktionieren, soll gut funktionieren, soll möglichst viel Geld generieren. Aber der einzige Zweck, den dieser Wirtschaftsbereich hat, ist, möglichst viel Geld zu generieren für den Sportbereich. Da kommen wir zu dem Punkt und du hast absolut recht mit der Dienerin sozusagen oder den Diener, weil in dem Fall ist es schon so, dass wir zwei Prämissen haben. Wir müssen auf der einen Seite schauen, was können wir tun, um noch eher die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den sportlichen Erfolg zu lukrieren sozusagen. Ja? Und nützt es im Prinzip den Sport oder nützt es den Verein? Die GmbH, der muss es jetzt nicht nutzen. Es muss den Verein nutzen oder den Sport nutzen. Natürlich mit dem Fokus auf Sport. So, und jetzt ist es so, und das ist bei Weitem keine Abrechnung, dass Rapid, wenn man sich da ein bisschen sinnbildlich das sich vorstellt, ein paar Zahnräder sind, die immer ineinander sind, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hunderte Zahnräder, eins in den nächsten rein. Und wir gehen jetzt her und sind der Annahme, dass wir ein ganz wichtig zentrales Zahnrad ausbauen und ein anderes einbauen. So, jetzt ist das mit dem nicht getan, weil das greift vielleicht noch nicht gleich ins nächste. Und jetzt müssen wir jeden Stein und den kleinsten Kiesel umdrehen, um zu schauen, wie kann man dieses, weil wir glauben, dass dieses Zahnrad ein bisschen größer dreht, schneller, ein schnellerer Antrieb ist, wie kann man jetzt jedes andere Zahnrad nach diesem sportlichen Fokus und nach dieser Effizienz verbessern. Konkretes Beispiel zum langweiligen Thema Compliance und Richtlinien. Man sieht das immer als Richtlinie. Ich habe da eine Vorschrift und das ist so das, was ich machen darf und bis hierher und nicht weiter. Und es ist eher, man sieht es eher so als Handlungsanweisung im negativen Sinn. Drehen wir es kurz um. Wenn ich allen Mitarbeitern mehr oder minder auch ein Stück weit sagen kann damit, schau, und das kannst du alles tun, nicht nur bisher darfst du, sondern bisher sollst du gerne alleine, selber, initiativ, effizient, auch in der schnelleren Rücksprache mit Kollegen, vielleicht nicht immer über die darüber liegende Stelle gehen zu müssen, kann ich schneller sein bei vielen, vielen Dingen. Das heißt, ich kann mit Richtlinien sehr wohl auch Prozesse einfach, weil sie so klar strukturiert sind, ich darf das machen bis zu einem Betrag von irgendwas oder bis zu einem Meeting oder bis zu einer Rücksprache hier oder bis, ja, da kannst du viel rausholen. Das sind Kleinigkeiten, klingt langweilig, aber jeder, der selber arbeiten geht, weiß, es ist unheimlich angenehm, wenn man weiß, was man alles machen darf, wie viel Rückendeckung man hat, wo man sicher kein Problem kriegt, wenn man es eigentlich richtig gemacht hat, dass man da mit einer gewissen Energie und einer Leidenschaft dran sein kann und sich nicht denkt, ui, ich muss aufpassen hier. Nein, es geht darum, dass die Leute sich nicht nur, das haben sie auch vorher gut verstanden, das habe ich auch gemeint, das Zahnrad hat schon vorher funktioniert, wir haben ein größeres eingesetzt. Und wir versuchen das jetzt so zu machen, dass wir sagen, okay, wir haben den Fokus Sport, Verein und Wirtschaft und wir versuchen darunter die Leute, die tagtäglich verdammt gute Arbeit leisten in der Geschäftsstelle, zu ermutigen, in ihren Arbeitsbereich, in ihren Rahmen alles auszuschöpfen und alles zu effizient und natürlich auch mit neuen Ideen, mit frischen Ideen, sich was trauen. Es ist ja auch ein bisschen der Vorteil, jetzt bei uns, jeden Anfang wohnt so ein bisschen was inne, wo man sagt, ach, der ein kleiner Zauber. Das ist ja jetzt der Vorteil. Das ist nicht so, dass die Vorgänger deswegen schlecht waren oder immer schlecht gearbeitet haben. Wir müssen diesen Anfangszauber ausnutzen. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich schauen, dass wir alles in Richtung diesen sportlichen Erfolg schieben und wo es möglich ist, vielleicht den einen oder anderen Euro in Richtung Maggie Katzer zu geben und vielleicht woanders sagen, okay, den Euro lassen wir jetzt einmal, den geben wir jetzt mal nicht aus, wir geben es in Richtung Sport. Und diese Fokusverschiebung, die versuchen wir auch mit den verschiedensten kleinsten Maßnahmen jetzt auch Stück für Stück bei jedem Zahnrad umzusetzen. Ich frage deshalb nach, weil der Alexander Frabitz hat ja bei der Pressekonferenz gesagt, er hat sich das Organigramm angeschaut und kennt sie nicht aus. Also nicht wirklich. Ja. Das war jetzt eine sehr flapsige Bemerkung, ist da jetzt, wie sagen da die beiden Herrschaften, die dann dieses wahrscheinlich irgendwie dann auflösen müssen. Ja, ist das so? Ist die Struktur bei Rapid teilweise... Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Ja, ich meine, das war ein bisschen eine flapsige Aussage, ja. Aber die...
hat mich schon ein bisschen hellhörig gemacht, weil ich kenne den, ich bin nicht so intensiv wie bei, aber ich kenne den Verein ja auch und man hört ja immer wieder so, es gibt sehr, sehr viele Abteilungen, ist Rapid ist mittlerweile auch ein Unternehmer, es gibt einen Vertrieb und dann gibt es ein Marketing und man hat immer so gehört, ja, die arbeiten ein bisschen so für sich, ja, also ihre Ziele habt ihr erreicht, mein Ziel. Ja. Hinter mir also, Sinnflug. Also das ich gebe dir recht, das ist mein Eindruck und das ist jetzt auch wiederum nicht irgendwo was schlecht machen, sondern das ist mein Eindruck. Ich glaube, es könnte noch verbessert werden, die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche, vor allem jetzt des großen Sportbereiches mit der Verwaltung, mit der Wirtschaft. Da gibt es, glaube ich, noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, das ist doch eine ganz natürliche Entwicklung bei einem Unternehmen. Wenn du ein kleines Unternehmen hast, wo das Team relativ überschaubar ist, dann gehen viele Dinge auf Zuruf. Dann braucht man nicht viele Prozesse und Strukturen, weil dann sage ich einfach, dann rufe ich den an, wo ich weiß, der ist dafür zuständig, das ist alles klar. Und in der Kaffeeküche mache ich mal mit ihm aus, wir tun dieses oder jenes. Da geht das viel leichter. In dem Moment, wo die Strukturen wachsen, ja, wo du plötzlich nicht mehr 30 Mitarbeiter hast, die da täglich irgendwo herumlaufen, sondern vielleicht 80, 90, ja, und vielleicht nicht mehr jeden so gut kennt und genau weiß, was der zu tun hat, wird es eine Herausforderung. Und da, glaube ich, ist dann die Herausforderung, genau diese Strukturen zu schaffen. Und das ist nichts, was über Nacht passiert. Das sind keine Dinge, die über Nacht passieren. Das bedarf wirklich, das ist harte Arbeit. Und das ist etwas, das mich jetzt auch gar nicht so wundert, dass das in den letzten Jahren mit dem massiven Wachstum des Clubs und dann kam jetzt noch die Covid-Zeit mit allen Schwierigkeiten dazu, ja, dass das an vielen Ecken noch nicht so funktioniert, wie man sich wünschen würde. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ein Punkt, erstens mit dem Wachstum, stimmen wir hundertprozentig zu. Wir werden auch, aber das ist nur ein Seitschwenk, auch sehen, wie das dann bei den anderen Clubs ist. Wenn LASK mal das Stadion selber bewirtschaftet, haben die ein anderes System. Die werden sehr schnell sehr viele Mitarbeiter bekommen, weil du sie brauchst, weil du nicht mehr Miete zahlst, ein anderer macht's. Würde bei Sturm genau das der gleiche Fall sein. Ich sage jetzt nicht, toll, wir haben so viele und das ist doch, aber es hat schon alles auch ein Stück weit einen Grund. Kleine Nadelstiche, ganz interessante Sachen umzusetzen, das geht oft auch recht schnell. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Dank dem Trainingszentrum ist hier sehr viel Sport auch hier. Warum nicht auch versuchen, mehr verschränkter zu arbeiten? Beispielsweise die Kommunikationsabteilung bei uns ist jetzt auch täglich hier im Trainingszentrum. Was passiert dann automatisch? Es gibt mehr Sportberichte. Es wandert der Sport noch mehr in den Fokus. Es passiert automatisch dann, wenn das verzahnte Arbeiten eher passiert. Ich sehe Potenzial auch im Bereich oder auch im Bereich der Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Welten, Hütteldorf und eben hier im Trainingszentrum. Da sehe ich einfach ein irrsinniges Potenzial. Das konnten vielleicht auch die Vorgänger gar nicht heben, weil es ja noch nicht so in der Form jetzt da war. Das müssen wir aber nutzen. Und an dem kleinen Beispiel habe ich es nur angehängt. Da gibt es noch viele, viele andere. Nur das macht viel aus. Ist eine Kleinigkeit, aber macht viel aus, wenn man solche Sachen macht. Aber da gibt es eben schon auch viele, viele Gründe, warum man dann auch evaluieren muss, wie ist das Verständnis, die Schnelligkeit bei Entscheidungen zwischen den verschiedenen Abteilungen, zwischen den zwei Standorten. Da kommen wir wieder zur Effizienzsteigerung. Es ist trocken und es ist langweilig, aber dann bin ich schneller in der Rücksprache, bin ich schneller vielleicht da und dort im Go für die gewisse Entscheidungen, die vielleicht sogar zwischen Finanz und Sport beim Transfer sind. Ja. Hier ist es gut, dass wir mit den neuen Kräften, glaube ich, Leute haben, die gut miteinander können, schnell miteinander sind und deswegen da auch ein bisschen noch die PS noch schneller auf die Straße kommen. Und es braucht ja auch, wir bemühen uns, glaube ich, wirklich sehr, dass wir schnell die Dinge anpacken, aber es braucht natürlich auch viele Gespräche im Einzelnen und da sind jetzt diese Arbeitsgruppen, um auf die zurückzukommen, gar nicht schlecht, weil natürlich, der Stefan und ich zum Beispiel, wir konzentrieren uns natürlich eher auf den Part in der Geschäftsstelle. Wir führen die Gespräche mit Leuten, die dort zu tun haben. Ich rede natürlich als Finanzreferent sehr viel mit Leuten in der Buchhaltung, mit dem Werner Kuhn als Geschäftsführer Wirtschaft, auf der rechtlichen Seite mit dem Bernhard Kodinski, der die Stabsstelle Rechts betreut. Ja, das sind halt meine Ansprechpartner, mit denen ich vorrangig die Gespräche führe. Und die Leute aus der Sportarbeitsgruppe bei uns im Präsidium, die sind wieder auf der anderen Seite unterwegs und schauen sich dort die Strukturen an und reden dort und versuchen daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Und natürlich ist das etwas, ein Prozess, wo man sagt, da gibt es gewisse Prioritäten, die sind uns besonders wichtig. Da haben wir jetzt in der Geschäftsführung gesagt, da müssen wir jetzt gewisse Schritte setzen und dann kommt ein ganzer Rattenschwanz an Dingen, die noch im Laufe der nächsten Wochen und Monate angegangen werden. Als kleines Beispiel, auch
tut mir leid, das Wort Effizienz halt so oft verwendet, ich weiß auch nicht, warum es steht drauf. Ja, das passt schon. Ja, aber als Beispiel, warum die Ausschüsse, die wir haben, die Trauausschüsse, die haben, warum die so sinnvoll sind. Es ist schon so, dass wir schon die Ausschüsse untereinander sehr wohl wissen, was jeder gerade tut, in welche Richtung wir rennen. Ja, das ist ja ganz klar. Die Berichterstattung folgt jetzt vielleicht nicht immer gleich täglich. Muss ja nicht sein. Wir wissen selber alle in unseren Jobs, wie oft wir vielleicht Zeit verlieren, weil wir ständig irgendwem irgendwas berichten müssen. Anstattdessen könnte man was tun. Ja, und dementsprechend schauen wir, dass wir dann berichten, dass wir alle miteinander uns wieder gegenseitig abholen. Nicht nur in der Gruppe, sondern in der Gesamtgruppe. Durch digitale Möglichkeiten, durch natürlich auch Präsenzsitzungen zu Genüge, gar keine Frage. Aber es hat halt einen riesen Vorteil, wenn man in den Gruppen sich sehr schnell absprechen kann und dann ausschwärmt zu den verschiedenen Tätigkeiten. Und bei uns gegenwärtig, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Bodo, aber wir haben eine unheimliche Fülle an Möglichkeiten, wo wir jetzt ansetzen können. Wir müssen sehr genau schauen, was machen wir als erstes, damit es strategisch sinnvoll ist für den Club. Weil es hat jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema wäre, wie tun wir weiter mit den Wahlen und wie wird das sein? Jetzt nicht nur die Art des Wählen, sondern auch Wahlkomitee und so weiter. Ganz, ganz wichtiges Thema. Nur ist es jetzt ein wichtiges Thema? Im Vergleich zu ganz, ganz grundlegenden Strukturentscheidungen, wo wir den Nutzen sofort haben, die Wahl aber erst in 3 Jahren oder von mir sind 2 ist, ich muss schauen, wann mache ich was. Ja? Und da sind wir auch bei dem Thema, dass wir sagen, wir haben extrem viele Möglichkeiten, jetzt wo anzusetzen, müssen uns auch selber bei allen Engagement gut austarieren, wo wir hinrennen. Ja. Vielleicht um ein bisschen auch einen kurzen, ich glaube, so viel kann man sagen, einen kurzen Zwischenbericht zu geben, wo wir stehen. Wir haben ja schon relativ schnell einige Tage nach der Wahl angefangen, dieses Strukturthema, Satzungsthema mal anzupacken, haben eingeladen über die Ideenwerkstatt, über die Ideenfabrik, Entschuldigung, ja, Ideenfabrik heißt, haben genau, wir eingeladen. Entschuldigung, ich habe es eh notiert, es gab diese Ideenfabrik, wo bis genau. 8. Jänner. Ja, da kam auch sehr viel Feedback, das ist auch schon, das ist, so ja, kam einiges an Feedback, das wirklich gut ist und für uns wertvoll ist, weil es uns zeigt, wo die Punkte sind, die Mitglieder bewegen. Was kannst du nur, ohne ins Detail zu gehen wahrscheinlich, okay. Aber was sind so Schwerpunkte? Also es gibt ja wahrscheinlich eine Tendenz. Absolut. Nein. Es ist den Mitgliedern am Herzen liegt. Ja, also es sind, man muss dazu sagen, es ging um Satzung, Struktur und Gremien im Großen und Ganzen. Da geht es nicht um die Geschäftsstelle, die GmbH, das ist ein ganz anderer Schuh. Es kam nichts rein von wegen, man sollte dieses oder jenes in der Marketingabteilung machen. Überhaupt nicht, das war nicht ausgerufen. Es ging darum, wie funktioniert das Vereinsleben, wie funktionieren die Gremien, wie funktioniert dann das tatsächliche Leben davon durch die Regularien, die uns die Satzung gibt. So, und da kam rein. Ganz großes Thema natürlich der Umgang mit Mitgliederanträgen, Stichwort Antragszulassungskommission, heißes Thema. Es kam natürlich rein Information bzw. Art der Wahl. Da kam auch natürlich das Thema mit viel Fürsprache da könnte man mal überlegen, vielleicht online oder Brief. Es gab aber natürlich auch Fürsprache, bitte belasst das so, wie es jetzt ist. Das wird ein knackiges Thema, mit dem man sich ganz offen und ehrlich begegnen muss, dass man nicht irgendwo hinschieben sollte. Das wird eins, wo wir wahrscheinlich noch einmal ordentlich uns in der Mitgliedschaft noch einmal ein bisschen umhören müssen, damit wir auch ein stärkeres Gefühl kriegen. Und beispielsweise die Unterstützungsgremien, die wir auch haben, Ethikrat und Kuratorium, ist natürlich auch Thema gewesen. Ethikrat weniger, Kuratorium ein Stück weit mehr und der Beirat. Also all diese Themen kamen durchaus. Großes Anliegen und größtes wahrscheinlich im ersten Schritt war das Thema Anträge. Das steht auch relativ weit oben auf unserer Agenda. Wir haben da noch nicht groß entschieden. Ich glaube, aber ich darf, jetzt wird mir der Bodo gleich besser anschauen, aber ich traue es mich jetzt einfach. Ja. Mal schauen. Ich glaube, dass da der Weg in die Richtung geht, dass man vielleicht sagt, okay, es geht um Mitgliederanträge, es ist klar, dass man da als Präsidium Flagge zeigen sollte, dass das vielleicht nicht notwendig ist, dass jemand anderer die vorher annimmt, dass man sie vielleicht selber annimmt, dass man auch versteht und damit okay geht, dass nicht jeder da draußen Jurist ist und nicht jeder jetzt auf Punkt und Beispiel einen Antrag schreiben kann, dass man da vielleicht ein Stück weit da auch ein bisschen einfach da sagt, okay, es geht um einen Mitgliederantrag, es geht um das Anliegen und nicht um die Form und dass man mit all den umgeht. Ich glaube,
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht die geringste, dass wir in Zukunft als Präsidium einfach der direkte Adressat von Anträgen sind und vielleicht auch, dass wir, wenn wir dann der Meinung wären, das ist nicht so gut, dass wir das zulassen in irgendeiner Form, dann sollten wir das, finde ich, auch begründen. Ich sag das ganz gerade heraus. Du sagst das gerade. Ist meine persönliche Meinung, das ist ja jetzt noch kein Vorschlag für eine Satzungsänderung, aber meine persönliche Meinung ist, wenn ein Antrag kommt, der nicht offenkundig gesetzwidrig oder statutenwidrig ist, den man zurückweisen muss, wenn man sagt, das geht nicht, ja, dann glaube ich, ist es unsere Aufgabe als Präsidium, mit dem umzugehen. Und wenn wir ihn nicht zulassen wollen, dann werden wir uns zwei Zeilen dazu einfallen lassen, wie wir es begründen. Und da muss die Begründung natürlich auch richtig sein. Glaube, bei der letzten Hauptversammlung gab es ja einige Unstimmigkeiten mit Zulassungen von Anträgen. Ja. Ich will über die Vergangenheit sondern es ist meine Meinung, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, wenn wir das Leitungsorgan sind in dem Verein, dann müssen wir uns mit diesen Mitgliedern... Einfach die Barriere ein bisschen zu sehen. Ja. Und es gibt Anträge, vielleicht ist es auch, das ist gedacht auch in die Zukunft, ja. Es gibt ja in der Satzung eigentlich keinerlei Hinweis darauf, was in so einem Mitgliederantrag begehrt werden darf oder kann, realistischerweise. Ja, weil dann gibt es ja auch immer wieder die Diskussion darüber, na, kann das überhaupt, ich glaube, es gab den Mitgliederantrag hinsichtlich Profi-Schiedsrichterwesen. Ja. Und dann ist die Frage, na, ist das überhaupt etwas, wofür das Präsidium zuständig ist? Ist das überhaupt etwas, was die Mitglieder oder was man über das man abstimmen können soll? Ich möchte jetzt keine Meinung dazu abgeben, ist, aber vielleicht ist es für die Zukunft auch hilfreich, ein bisschen einen Rahmen abzustecken. Was sind Dinge, die im Zuge eines Mitgliederantrags über die abgestimmt werden kann und soll? Und was sind Dinge, die eigentlich nichts zu suchen haben in dem Bereich oder die vielleicht dort irgendwo eine Themenverfehlung sind, um auch ein bisschen mehr den Mitgliedern auch eine Unterstützung zu geben, welche Themen können wir für sie im Verein irgendwo erledigen, was kann man behandeln sinnvollerweise und was nicht. Das ist ja eigentlich gar nicht leicht und auch jemandem, der eine juristische Bildung hat, fällt es nicht immer leicht, einen Mitgliederantrag zu formulieren, der dann auch wirklich korrekt ist. Es ist eine Herausforderung. Und es ist auch gar nicht, aus meiner Sicht ist es jetzt eigentlich eher wichtig, da ein bisschen vielleicht runter von der Formalität runterzugehen und einfach wieder, ich komme zurück, wir sind beim Mitgliedertreffen oder bei einer OHV, wir sind Ansprechpartner und dann sollten wir uns dieser Ansprache auch nicht verwehren und wir können, glaube ich, alles gut argumentieren, ob jetzt wir dafür sind oder nicht und dann muss ja eh auch wiederum die Mitgliedschaft entscheiden, ob sie das gutiert oder nicht, da gibt es ja viele Formen. Ich glaube, bei den Anträgen werden wir da in diese Richtung wandern und bei den anderen Themen würde ich mich noch nicht raustrauen, was zu sagen. Da weiß ich aber, da wissen wir, wo der Schuh drückt, da haben wir ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekommen, wissen, wie wir da agieren können. Wir haben das absichtlich, das Datum gewählt mit 8.1. Manche haben geschrieben, warum so lange, andere haben gesagt, das ist viel zu kurz. Da kann man es, ist immer das Gleiche, aber es ist so, dass wir da ganz tolle Geschichten zurückgekriegt haben und jetzt ist es als nächsten Schritt so, dass wir es erstens gerade evaluieren. Wir gleichen es ab mit den Dingen, die wir uns schon im Vorfeld überlegt haben, die clever sind oder die wir gerne machen wollen würden. Gleichen ab, ob wir da den richtigen Ton und ob wir da das Richtige gefunden haben, wo die Mitglieder sich das auch wünschen. Vieles davon, glaube ich, ist dem so. Manches kann sein, dass es vielleicht knapp am Wunsch vorbeigeht, okay. Aber im Gro sind wir, glaube ich, sehr nah dran. Der nächste Schritt ist, dass man da jetzt auch jetzt eine Möglichkeit schafft, einmal ein Präsenztreffen zu machen. Also, dass wir uns gut Deutsch zusammensetzen, das ist uns wichtig. Ob jetzt in der Rekordmeisterbau oder sonst wo, ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie groß, wie interessiert dann die Rapidler und Rapidlerinnen sind. Es geht um die jetzt eingeschickt haben. Jedenfalls die eingeschickt haben, die bekommen natürlich eine Einladung, weil das ist ja schon dem geschuldet, dass wir wissen, da ist ein Interesse da. Ja? Und natürlich geht man da dann auch gerne ins Gespräch. Aber natürlich wird es dann auch ausgeschrieben werden und geht in die Richtung eines Mitgliederstammtisches, wir kennen ja die Fanstammtische, es geht in die Richtung eines Mitgliederstammtisches jetzt im März oder im April, wo wir dann auch schon ein bisschen nochmal ein Stück weiter sein wollen und unser Ziel war und ist es noch, dass wir beim Mitgliedertreffen an sich viele dieser Punkte, wenn nicht gar alle, so gut es geht, bereits beantworten und einen Vorschlag liefern, über den die Mitgliedschaft dann sich
genügend Zeit nehmen kann und darüber brüten kann und sich erst recht wieder einbringen kann. Und dass wir dann die nächste Runde gehen, wieder in Gesprächen, dann in Einzelgesprächen, dann vielleicht nochmal mit kleineren Gruppen sprechen. Also das ist uns wichtig. Am Schlussendlich ist es unser Ziel, mit der ordentlichen Hauptversammlung im kommenden November, da dann in der Satzung dann die Änderungen dann tatsächlich dann auch zu verankern. Vielleicht werden sie ja ein Stück weit auch schon vorher gelebt. Das kann ja sein, warum nicht, wenn sich da manche einig sind. Aber uns ist halt wichtig, dass wir da auch wieder sagen, was brauchen wir jetzt, was ist jetzt, was sind jetzt ganz wichtige Veränderungen und welche können noch kurz, jetzt nicht aufgeschoben für die Ewigkeit, sondern welche können vielleicht bedarfen vielleicht noch ein bisschen einer Evaluierung, wie man damit geschickt umgehen und da müssen wir noch mehr mit den Mitgliedern vielleicht reden. Wir müssen nicht alle schwierigen Themen in einem Jahr lösen. Wir werden jetzt einmal, das war ja das, wo wir nachgedacht haben, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, das große und schwierige Thema Wahlkomitee und wie strukturiert man das für die Zukunft vielleicht ein Jahr aufzuheben und später zum und jetzt diese drängenden Dinge auszudiskutieren und voranzubringen und vielleicht dieses, weil das Wahlkomitee wird hoffentlich nicht vor Nein, das nicht. Dem Jahr 2025 wieder relevant werden. Also jetzt erfährst du dann doch in dem kleinen Gespräch etwas, was wirklich aktuell ist. Wir haben uns einfach jetzt überlegt, was können wir alles machen, was macht jetzt auch alles Sinn, so schnell wie möglich und was könnten wir theoretisch und würde auch einen größeren Prozess, noch einmal einen Nachdenkprozess nicht schaden. Was könnte man vielleicht aufheben? Das Einzige, was da wäre die Art des Wählens und ein Stück weit auch einer Wahlordnung. Weil die Satzung gibt jetzt nicht so viel her, man könnte dann eine Wahlordnung vielleicht ein bisschen konkretisieren, aber das ist ein Thema, das so eine Wichtigkeit hat. Das heißt konkret, wie hat sich ein Wahlkomitee zu verhalten, was muss wann informiert und der Öffentlichkeit preisgegeben werden, wie ist ein Wahlgang, wie ist ein Wahlkampf, wie ist das alles, wenn sich zwei treffen, dass wir das in klare Richtlinien geben, so dass sich keiner mehr unwohl fühlt, dass wir vielleicht zwei oder drei Listen bei einer Hauptversammlung hätten. Also das heißt, momentan ist ja die Formulierung, wenn möglich, genau. So eine Liste geben. Halt, das ist halt also Thema. Das soll jetzt gar keine Kritik am Wahlkomitee sein, sondern es ist einfach, der Rahmen, den sie haben, ist einfach kaum festgeschrieben. Ja? Und dadurch wird es ja so eine Herausforderung, dann sich selbst irgendwo etwas aufzuerlegen. Das hat das Wahlkomitee versucht. Ich glaube, in vielen Dingen hat es auch gut funktioniert. Das ist halt die Natur, die das Wahlkomitee mit sich bringt, weil es in der Satzung so vorgesehen ist, dass es halt ein Prozess ist, der jetzt nicht hundertprozentig transparent abläuft für die Mitglieder. Kann es auch sein, dass die Zusammensetzung des Wahlkomitees auch ein Thema wird, weil ich glaube 2019 war es ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, dass die drei Herren, sind ja fast immer nur Herren, des Kuratoriums, dass das ein bisschen eigenartig über die Bühne gegangen ist. Wie es heuer ist, weiß ich nicht. Also wie es letztes Mal, weiß ich nicht. Aber das 19 gab es da schon massiven Kritikpunkt. Gar nicht an den drei gewählten Mitgliedervertretern. Das war irgendwie, stand irgendwie aus der Streitwelt, die der Hauptversammlung entsandt wurden. Aber es gab sehr scharfe Kritik an den drei Herren, die von dem Kuratorium entsandt wurden. Einer vom Präsidium und zwei vom Kuratorium. Ne? Glaube ich, ist die. Ein, genau, korrekt. Ja. Zwei Kuratorium, ein Präsidium, drei Mitglieder. Da gab es eigentlich 2019, glaube ich, auch von dir. Auch von mir, aber das kann man jetzt nicht auf. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wir müssen jetzt trennen, damit wir da, wenn wir jetzt schon ein bisschen was rausgesagt haben, damit wir nur klar trennen, damit man sich gut auskennt, was meinen wir. Wir haben bei den Vorhaben, die wir jetzt haben, da geht es konkret um die Struktur, die wir durch den ganzen Verein ziehen wollen, um die uns und dem Verein, nicht nur uns, aber dem Verein unterstützenden Gremien, wie sind die aufgebaut, was tun die, wer ist jetzt drin, wer entsendet wohin, das wollen wir jetzt alles angehen. Wir wollen gleichzeitig auch, und da ist auch das Wahlkomitee schon dabei. Das Einzige, wo wir sagen, hier wird's knackig, weil hier sollten wir vielleicht noch mehr uns die Zeit nehmen und auch noch einmal mit den Mitgliederinnen, ist das Thema tatsächlich der Wahlordnung und dann der Durchführung der Wahl, auf welche Art und Weise ist sie möglich. Diese zwei Themen muss man davon getrennt machen. Die sehe ich im Moment, das ist nur mein persönliches, das ist kein Präsidiumsbestimmung, da sehe ich im Moment
die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir sagen, wir machen alles, die zwei Klammern aus und die gehen wir an am ersten Tag im zweiten Jahr. Und schauen, dass wir das genau im nächsten, im kompletten Jahr fertig haben, sodass wir ein Jahr vor einer etwaigen neuen Wahl alles so haben, wie sich die Mitglieder eigentlich dann im Großen und Ganzen wünschen würden, weil das wäre ja auf jeden Fall eine Zweidrittelmehrheit, die das bestimmen müsste. Ist auch der generelle Ablauf einer ordentlichen Hauptversammlung ein Thema, weil es gab sehr, sehr viele Kritik, speziell bei der außerordentlichen im Sommer, dass dann die Anträge dann irgendwie aus der sechsten, siebten Stunde, wo eigentlich kaum noch jemand wirklich hundertprozentig Aufmerksamkeit war. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir das anders gestalten können. Das kann man, glaube ich, auch schon ganz klar sagen. Die Anträge vielleicht zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo die Leute noch, wie soll man sagen, fitter sind. aber das ist natürlich auch ein bisschen, und ich möchte auch immer all diese Sachen, die wir so, das ist immer auch ein bisschen der Situation geschuldet, dass natürlich jeder Verein zu jeder Situation immer was anderes braucht. Es ist also keine Kritik, wenn wir das jetzt umtun. Wir sehen aber jetzt, die Partizipation nimmt zu, also nimmt das Thema zu, also bedarf es auch einer besseren, prominenteren Besetzung. Ich glaube, wir haben uns erst letztens wieder intensiv darüber unterhalten, wie wir zum Beispiel bei den Events reden wir sonst nicht mit, aber bei Hauptversammlungen und Mitgliedertreffen, da darf das Präsidium schon ein bisschen auch sagen, wir hätten das ganz gern so, sonst bitte die guten Events, die der Verein macht, da mischen wir uns eh nicht ein, aber hier können wir schon sagen, ein bisschen mehr in den sportlichen Bereich rein und alles, was mit Mitgliedern zu tun hat, schauen, dass wir das zu Zeitpunkten abarbeiten gemeinsam und bereden, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die maximale Anzahl der Mitglieder da ist. Und was uns beiden auch ganz wichtig ist, dass wir bei den Veranstaltungen, den Mitgliedertreffen bei der OHV, dass wir da wirklich auch einen, du hast es immer so schön gesagt, Frodo, da wirklich einen respektvollen, rapid Umgang miteinander haben, einander zuhören, gut antworten, wirklich da jetzt nicht irgendwie. Wir wollen nicht irgendwie von da oben sitzen. Es ist eher ein bisschen unangenehm, finde ich, weil es blendet dich ständig. Ich sehe nicht, wer mich anspricht und dann muss ich da ins Licht reinreden. Aber nicht irgendwie, dass es so wirkt, dass wir da irgendwas abkanzeln. Es muss alles, all diese Themen, die Leute einfach beschäftigt, ja, auch auf die Gefahr hinauf, dass vielleicht manchmal Themen dabei sind, die vielleicht ein bisschen ab des Themas weg sind. Ja, aber wir müssen. Ich weiß, das kann aus Sicht des Präsidiums auch, sprechen wir es an, was ist, auch mühsam sein. Ja, es gibt Fragen, die können wir nicht beantworten, weil wenn wir sie beantworten würden, dann würden wir dem Verein Schaden zufügen damit. Ja, das sind diese typischen Fragen, die es immer wieder gibt. Jetzt war es zuletzt irgendwie beim Thema Frauenfußball, mit welchen Personen wurde gesprochen, ob sie nicht das machen würden bei Rapid. Es wurde mit Personen gesprochen, ja, aber wenn wir diese Frage wahrheitsgemäß beantworten würden, dann wären diese Personen uns böse, zu Recht, weil sie sagen würden, Leute, wir haben ein vertrauliches Gespräch geführt und ihr posaunt es, ohne mit uns Rücksprache zu halten, bei der Mitgliederversammlung. Oder der jeweilige Arbeitgeber von der Person. Oder der jeweilige Arbeitgeber. Wahrscheinlich. Das geht nicht. Ja. Und damit würden wir dem Verein Schaden zufügen. Genauso ist es halt so, ist halt die Realität. Wenn man eine Ablöse vereinbart über einen Spieler mit einem anderen Club und man vereinbart halt, wie es üblich ist, Stillschweigen darüber, ja, oder man hat einen Sponsor, der zahlt die Summe X und der will halt nicht in der Zeitung lesen, wie viel er zahlt, und man sagt das dort, dann hat man zwar das Mitglied über irgendwas aufgeklärt, aber dann fügt man dem Verein oder dem ganzen Unternehmen einfach einen Schaden zu, weil die sind zu Recht dann böse und sagen, wie kann das sein? Aber nichtsdestotrotz kann es, glaube ich, ist es einfach und möchte ich auch alle Mitglieder ermuntern, da trotzdem mitzumachen und auch, wenn sie Fragen haben, sich ruhig, ich weiß, es ist bei so vielen Leuten, vor vielen Leuten zu reden, auch nicht unbedingt immer angenehm, aber da ruhig zu fragen, man wird niemals Gefahr laufen, in irgendeiner Form eine Antwort von uns zu bekommen, die irgendwie respektlos oder abkanzelt oder wie auch immer zu sein. Man wird, da ermutigen wir, da wirklich einfach, was am Herzen liegt, einfach zu fragen. Und wenn wir es gut beantworten können, dann können wir es. Wenn wir es schlecht beantworten, dann kriegen wir die Resonanz auch. Und wir sind alt genug, damit umzugehen. Und so deswegen glaube ich auch, dass wir das mit der Antragszulassungskommission auch weg haben werden. Das war nun der erste Teil mit
Christian Bodoschek und Stefan Kehr. In wenigen Tagen geht dann der zweite Teil online. Auch da geht es weiter mit Strukturen, kurze Wege und wie könnte man viele Dinge effektiver gestalten. Was hat das auch für Auswirkungen auf den Verein? Wir sprechen aber auch über Frauenfußball, über schöne Rapid-Erlebnisse, die zwar selten, aber doch da sind, und über die Möglichkeit oder die Hoffnung, vielleicht über den Cup wieder zu alter Stärke zu kommen. Ich bedanke mich für das Zuhören und freue mich schon auf Folge 2.